Wo wollte ich jetzt nochmal gerade hin? Ich wollte das Haus ausbessern lassen. Okay. Ich hoffe, wir werden nicht 300 Holz brauchen, denn wir haben, glaube ich, nicht genug Holz. Sonst muss ich jetzt ganz schnell nochmal rumlaufen. 10 Uhr morgens, das würde vielleicht sogar noch gehen. Müssen wir unbedingt Bäume fällen. Hallo. Okay. Upgrade House oder Farm Buildings? Ich weiß es nicht. Das können wir uns schon wieder leisten. 300 Holz haben... Nee, wir haben keine 300 Holz. Okay, scheiße. 350. Wir könnten einen Brunnen bauen, aber ganz ehrlich sehe ich den Sinn nicht. Davon werden wir vielleicht noch ein paar brauchen, aber die kosten ja nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Stable. 100 Hardwood. Ride a horse. Horse included. Okay. Hardwood noch nicht für einen Zaun, sondern erstmal für Stables. Gut zu wissen. Slime Hutch. Refine Quartz Iridium Bar. Da werden wir bestimmt ein paar brauchen. Dann haben wir hier noch Stone. Okay. Big Coop. 10.000. 400 Holz. Kommst du aus dem Incubator? Ich will den Inkubator haben. Damit können wir nämlich eigene Hühnchen und sowas aufziehen, glaube ich. Unlocks Ducks, da kriegen wir auch Enten. Würde ich gerne so haben. Ich glaube, ich upgrade das nicht vom jetzigen Coop, sondern den jetzigen Coop müsste ich dann vielleicht verkaufen oder ich weiß noch nicht genau. Und wenn wir den einfach kaufen, den Big Coop, da wir den sowieso bezahlen müssen, dass das gleiche kostet wie das Upgrade, würde ich sagen, wir kaufen das Ding hier irgendwann, setzen das woanders hin. Und reißen den alten dann ab. Wir können die Tiere hier umziehen lassen. Ich glaube, so machen wir das später mal. So, das hier. Houses for Barn Dwelling Animals. 350 Holz braucht man dafür. Da könnte man Kühe holen. Was bringt denn... Bringen die Kühe... Was bringt denn das Haus, wenn ich das vergrößern lasse? Ich würde das Haus natürlich gerne vergrößern lassen. Construct Farm Buildings. Upgrade House. 450 Holz. Oh Gott. 10.000 können wir uns leisten. Wir kriegen eine Küche. Mit der Küche kriegen wir neue Rezepte. Da können wir dann was Schönes zurechtballern. Wenn wir das Haus, ne, wenn wir das Haus upgraden, kriegen wir eine Küche. Mit der Küche können wir schöne Rezepte machen. Können Sachen kochen, die wir dann verkaufen können. Für mehr Geld natürlich, als sie als Rohstoff quasi und sowas. Ich würde fast sagen, ich möchte ehrlich gesagt das Haus so ein bisschen. Das sieht momentan so lumpig aus. Aber wir brauchen 450 Holz. Das heißt, wir werden es heute, glaube ich, nicht mehr... Mit ein bisschen Glück kriegen wir es heute hin, aber ich glaube eher nicht. So, okay, dann wollen wir mal. Die Axt haben wir ja schon auf Kopper. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir schnell genug Holz kriegen. 350 braucht man, ne? Ich leg mir das mal ganz kurz hier hin, damit ich weiß, wie viel wir brauchen. Jetzt waren wir nicht bei George, aber egal, den können wir immer noch besuchen. So. Die normalen Bäume holze ich erstmal weg. Wir machen uns später auf jeden Fall noch ein paar andere Bäume hin. Also, die hier kosten aber zu viel Energie, finde ich. Die kleinen Stumpen. Diese hier. So. Hallo? Ich würde später gerne so andere noch Bäume mit Obst oder Früchten oder sowas. Ach, 450 waren es. Oh Gott, das wird dauern. Entschuldigung. 350 war wahrscheinlich meine Hoffnung einfach so. Oh, wir schaffen das bestimmt noch. Ich glaube nicht, dass ich heute noch 450 schaffe. 11.30 Uhr, Energie. So, dann können wir die Farm auch gleich bis hier unten ausbauen. So. Die Büsche lasse ich erstmal stehen. Die sind mir erstmal gerade egal, ganz herzlich. Hallo? Hallo? So. Okay. Bei Regen. Bei ewig pissendem Regen und komischen Geräuschen von irgendwo machen wir schön Bäume fällen. Egal. Aber das Gute beim Bäume fällen ist natürlich, dass wir, dadurch natürlich auch den Farmplatz erweitern. Einsamer Cowboy. 371. Vielleicht schaffen wir es ja heute doch noch. Aber ich glaube eher nicht, weil ich weiß nicht, bis wann die offen hat. Das Problem ist, ich hätte vielleicht... Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich jetzt vielleicht schon eine Silberaxt, ehrlich gesagt. Hätte ich vielleicht schon direkt vorgesorgt, hätte ich direkt alles schnell gemacht. Wenn man die ganzen Dinge vorab schon weiß, natürlich, dann ist es natürlich auch einfacher. Ist ja klar. Und dann geht natürlich auch alles viel schneller. Dann kann man direkt darauf spielen. Irgendwie schnell durchzukommen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das will ich gar nicht.
So. Den nehmen wir auch noch mit. 416. Alter, wir schaffen das ja doch. Ja, wir sind ein bisschen exhausted jetzt natürlich. Hallo? Ich gehe mal kurz was essen. Oder kann ich... Ich hole das Holz mal von hier drüben. 437, Alter. Wir brauchen noch einen einzigen Baum. Ich gehe schnell was essen. Und dann gehen wir... dann fällen wir noch einen Baum. Und dann können wir das heute noch machen. Yeah! Honig ist fertig. Ist mir gerade egal. Was essen wir denn? Wo habe ich denn hier Snacks? Eine Melone essen sehe ich nicht. 25 Energie. Das wird doch reichen, oder? Hier. Lalala. Ach, die Alge können wir auch noch fretzen. So. Köstlich. Und hier auch nochmal rein. So, bisschen Energie haben wir jetzt. Ist nicht mega viel, aber das reicht. Juhu! Okay, geil, 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 geil. Wir kriegen gleich ein neues Haus. Wir holen gleich den Luxus raus. Okay, warte, 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 warte. 437, go, 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 go. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt an der Copper-Ex. Wir sollten die vielleicht möglichst schnell zu Eisen upgraden. 456, yeah! Gut. Ab geht's. Ich gehe hinten. Was ich schade finde, man kann natürlich mit dem Pferd wahrscheinlich schneller reiten, vermute ich mal. Ne? Das ist, glaube ich, der Sinn und Zweck des Pferdes. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber was schön wäre, Rollschuhe. Rollschuhe oder vielleicht, ja, ja, ich würde jetzt sagen Skateboard, aber wieder out. Ein Longboard natürlich. Dass man über die Fahrt. Was? Warum bist du denn hier draußen im Regen? Hm, sag doch mal, du bist ganz durchnässt. Du kriegst bestimmt einen Schnuppi. Und dann mache ich dir aber einen Tee. Dann mache ich dir noch eine Hühnersuppe. Zieh dir einen dicken Pulli an und dicke Wollsocken. Und mummel dich. Dann mummel ich dich auf dem Sofa ein. Die Squawk Walk ist übrigens mein Bauch, wenn ich höre, dass es Suppe gibt. Ich genieße ehrlich gesagt das Wetter, weil ich mag den Regen. Ich arbeite ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich genieße das Wetter. Ich dachte, dass du jemand bist, der diese Atmosphäre genießt, diese leichte, naja, du weißt ja, die nachdenkliche Atmosphäre, nachdenklich, wie ich bin. Ich bin übrigens auch Gamer-Gual, ja, ich mache auch Twitch-Streams, aber mit ohne Ausschnitt, ja, ich mache auch Twitch-Streams und so, ich game auch viel, aber ich bin auch tiefgründig und spiele auf meiner Flöte am See. Und deswegen zeige ich das auch so. Ja, das ist der Grund, ja. Eigentlich kam ich hierher, um ein bisschen Zeit allein zu verbringen, aber jetzt bist du ja da. Ja, bin ich da. Aber ehrlich gesagt, und das erstaunt mich selbst, ehrlich gesagt, stört es mich gar nicht, wenn du da bist. Was ist das für ein Gefühl in meiner Brust? Es fühlt sich so komisch an, als würden 1000 Schmetterlinge fliegen. Und es kribbelt überall. Wie nennt man das? Komm, du wirst ganz nass. Stell dich doch erstmal unter den Baum. Hier, das ist eine Trauerweide natürlich. Ich weiß, es ist eine Tanne, aber für mich sind alle Bäume Trauerweiden. Ja. Cool, stehe ich hier unter dem Baum. Ja. Es ist unglaublich, dieses Gefühl zu beschreiben. Diesen Vorhang aus Regen, wie er flüstert über einem schweigsamen, stillen Bach. Jo. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Was? Was? Hey, eine kleine Harfe. Wo hat denn die jetzt hergezaubert? Wo hat denn die jetzt die Harfe hergezaubert? Wo hat denn die Harfe hergezaubert? Eine Mini-Harfe. Aus welcher Körperöffnung stammt die? Und warum, ich frag nicht. Okay. Du steckst voller Überraschungen, kleiner Erikmann. Ich bin sehr beeindruckt. Hä?
spielt jetzt auch mal auf der Harfe. Spiel auf der Harfe, Junge. Spiel auf der Harfe. Los, spiel für sie. Ja. Oh, ein Duett. Der Regen, er fällt weit über das Land. Ich ging spazieren, als sie dort stand. Cool, das war ja... Wow, also muss ich sagen, nice. Hat mich gerade... Ich mag so diese Zwischensequenzen. Das ist ja voll schön. Oh, der Mann steht dabei. Wir haben Ehestreit. Egal, mach mal ein Haus. So. Okay. Go. Ja, mache ich. Also in 3 Tagen dauert das. Tschüss. So. Geil. Ah, ist das schön. Ach, da freue ich mich. Ist das schön. Ich freue mich sehr. Voll die schöne Sequenz. Was macht er denn? Er stellt sich bei Regen unter. Das ist ja auch cool. Ein warmer Regen ist ein wunderschöner Weg, sich endlich sauber zu werden. Oh, da habe ich gerade fett gerülpst. Das tut mir leid. Heute Morgen gab es Lachs. Mhm. Ach so. Eine Sache noch. 13.50 Uhr. Ich hoffe, 13.50 Nee, 16 Uhr jetzt. Ich hoffe, wir schaffen das gerade noch. Ich weiß nicht genau, was zeitlich schaffen. Dim di 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 dim 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 di dim dim di. Dam da 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 dam 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 da dam dam da. Fand ich gerade echt schön. Ich mag diese Zwischensequenzen voll, die da einfach kommen. Wie liebevoll dieses Spiel einfach programmiert ist. Unfassbar. So, Alex lasse ich da stehen. Ist mir gerade egal. Tut mir leid, Alex. Hey, Maple Seed im Mülleimer. Wahrscheinlich aufgefegt. So, wir müssen nämlich noch ganz kurz zu Herrn DK. Gucken wir mal ganz kurz. Ich hoffe, der hat noch offen. Es ist 17 Uhr. Bis 16 Uhr hat er noch offen. Ah, faules Stück, du. Du faules Stück Fleisch. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Weißt du was? Wenn wir schon mal hier sind, dann gehe ich mal ganz kurz mal nach unten. Jetzt haben wir Zeit. 17 Uhr. Okay. Können wir hier am Strand wieder irgendwas einsammeln? Huch, was machen die denn hier? Gibt bestimmt gleich Beef. Wenn du wirklich willst, dass die Fische beißen, dann war es dir sicher, dass du schön hier was auf dem Haken hast, ja. Oh, hey. Oh, ich bin so müde. Ich bin des Lebens müde geworden. Überdrüssig, möchte ich sagen. Überdrüssig des Lebens. Ich bin 13, aber ich fühle mich schon wie 27. Und das ist schon 3 Jahre vor dem Tod. Ja. Tschüss. Ah, tschüss. So. Plup. Okay, Muscheln sammeln ist ja nicht so viel. Dann gehen wir nochmal ganz kurz. Eine Sache wollte ich noch machen. Mist. Warte, wir sind hier. Mayers Mayer. George, genau da oben wohnt er. Da wohnt der Georg. Der Georg wohnt da oben. Hier ist er. Stimmt, da war das. Guck mal, der Georg guckt Pornos. Ich will nicht stören, aber... Was? Wenn du möchtest, dass meine Frau dich mag, gib ihr rote Beete oder Beat. Beat her up, steht da gerade. You could really make her with that. Was? Was heißt denn, you could really make her with that? Du könntest sie damit flachlegen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, pass auf. Was? Er wollte die haben, ne? Achso, die haben wir ja eh schon aktiv in the Inventory. Guck mal hier. Hat ja lang genug gedauert. Ja, naja, gut, aber die ist gut und sie ist würzig immerhin. Ne? Danke, glaube ich, du blöder Sack. Und jetzt knall meine Alte, ich schaff's nicht mehr. Was? Keine Ahnung. Omi-Liebe. Der Georg.
Der Georg verbringt den ganzen Tag nur vor diesem Fernseher. Ich wünschte, mich würde jemand abbieten oder mir rote Beete bringen, um mich mal wieder so richtig ordentlich durchzumassieren. Geile Oma. So, nee, hier sammle ich jetzt nichts aus dem Müll. So. Schon wieder eine Quest. Was denn los? Ach ja, ach, das war ja das für Sebastian. So. Ansonsten. Ja, das können wir morgen erst machen. Den Rest vom Fest. Energie haben wir keine mehr. 18:30. Gehen wir wieder nach Hause. Gehen wir wieder nach Hause. Ach ja, bei Regen. Ah! Bei Regen wächst. Bei Regen wächst wieder alles. Spiceberry. Spiceberry Girls. War mal so eine. Nein, nicht essen. Jetzt brauchen wir eh keine Energie mehr. Es sei denn, wir wollen noch irgendwas. Das hier müssen wir auch nochmal fertig machen. Ne? Ich glaube, dafür müssen wir im Gemeindehaus. War das nicht so? Können wir das nicht hier. Kann man das nicht hier eh gucken? Das waren die Collections, Skills, lalala, Social. Kommt man das nicht hier irgendwo gucken? Crafting, Map. Die Map wollte ich gar nicht machen. Social. Wo konnten wir denn gucken, was wir noch alles abliefern müssen im Gemeindehaus? Ging das nicht hier auch irgendwo? Wir sind noch nicht so sonderlich weit. Oh Gott, hier können wir noch so viel. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Options, Collections. Crafting, da geht auch einiges. Basic Fertilizer, Ein Field Snack können wir mal wieder machen eigentlich. Für unterwegs ganz gut. Gravel Path braucht man nicht unbedingt. Ah, hier. Community Center, okay. Summer Crops, da haben wir noch nicht so viel gemacht. Können wir morgen abgeben. Das hier nicht. Die Tomate, ich weiß nicht, wo wir die Tomate herkriegen. Die drei können wir morgen abgeben. Vielleicht achtmal. Das Greenhouse. Nein, das Greenhouse. Oh, fuck it. Tomato. Wo krieg ich denn eine dumme Tomate her? Oh, Mann, das hätte ich machen sollen. Das Greenhouse hätte man super für den Winter brauchen sollen. Es ist einfacher natürlich, wenn man das Spiel kennt. Ich sag's ja. So. Der wilde Honig. Kann man eine Tomate vielleicht irgendwo kaufen? Ja, jetzt sowieso nicht mehr. Müssen wir morgen mal gucken. Kann man eine Tomate vielleicht irgendwo kaufen? Das weiß ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt erstmal. Ach, hier haben wir noch eine Fackel, die irgendwie viel bringt, wie man sieht. So, erstmal ganz kurz gucken. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas reinschmeißen? Iron Ore haben wir ja auch noch. Refined Quartz. Da müssen wir auch nochmal ganz kurz gucken. Ach, warte mal. Wenn wir hier schon rumlaufen. Ich sortiere mal eben wieder ein, ne, damit wir hier nicht mit dem ganzen Scheiß rumlaufen. Zack, das kommt weg. Dann das hier. Blub. Fiber haben wir ja auch drin. Das kommt da. Sweet Pea kommt da rein. Kann man schon durchsortieren. Ditte hier kommt rein. Ditte hier kommt rein. Ansonsten das Hardwood. Lalala. Ich glaube, die Maples und so, die kommen. Hier kommt Hardwood rein. Hier ist auch noch Fiber. Das kommt drüben rein. Maple Seed kommt auch drüben rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht hundertprozentig warum. Ich habe noch nicht so die hundertprozentige, das hundertprozentige Sortiersystem. Und vor allen Dingen, oh, das habe ich vergessen. Oh, ich habe denen heute noch gar nicht gesagt, wie lieb ich die Hühner habe. So, flupp, flupp, flupp. Wir waren heute noch gar nicht hier drin. Ich doofi. Das muss ich mir echt mal angewöhnen. Es gibt jeden Tag 4 Eier. Das heißt, 2 Maschinen hätten vielleicht gereicht, aber ich glaube, so. Da ist noch eins. Gut. So. Der zieht sich auch immer nur so genauso viel daraus, wie er braucht. Ne? Das finde ich ganz gut eigentlich. So. Okay. Was machen wir denn? Ich wollte umsortieren noch ganz kurz. Die Fibers in die andere. Hau ich hier rein. Das Sap. Ah, das hätte ich noch in die andere Kiste. Nee.
Maple Seeds. Ich glaube, hier mache ich mal irgendwann nur dieses Obst oder nur so eine Sachen rein, so Erntesachen, oder die mache ich ans Feld. Also wir machen die Kisten später noch so ein bisschen anders, ne? Die machen wir später noch ein bisschen anders. Geoden brauchen wir für morgen. Sepp brauchen wir eigentlich nicht. Zack, das packe ich hier rein. 264 Sepp haben wir ja erst, in Anführungszeichen. Honig packe ich hier rein. Mayonnaise können wir verkaufen, ehrlich gesagt. Hallo? So. Mayo. Ciao, Mayo. Dauert noch ein bisschen, bis das Haus fertig ist. Und das eine Ei behalte ich mal für morgen. Steine brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. So, Steine und Holz. Nur noch 6 Holz. Das ist alles an Holz, was wir haben. Diese 6 ist alles an Holz, was wir haben. Großartig. So. Okay. Dann wollen wir mal schlafen gehen. Gute Nacht. Ja, huch, was? Level 8 Farming. Oh, wir kriegen Fässer. Geil. Das ist geil. Ich glaube, Fässer ist eine gute Idee. Deluxe Speed Grow und ein Oil Maker. Ich weiß nicht genau, wofür der da ist. Watering Can, Profizienz und Ho. Sehr geil. Also sehr, sehr geil. Und vor allen Dingen das Fass. Das ist natürlich mega geil. Foraging. Forester. Das Holz ist 50% mehr wert. Chance for Double Harvest of Foraged Items. Okay. Wir haben eine Chance, dass wir doppelt so viel kriegen, wenn wir was abbauen. Ich glaube, ich möchte das nehmen. Das ist ja nicht nur bei Holz. Das ist ja nicht nur bei Holz so, sondern ich glaube auch bei anderen Foraged Items, oder? Ich bin mir nicht sicher. Weil, wenn wir das hier machen, ich glaube, Holz verkaufen machen wir, glaube ich, eh nicht. Wenn wir das hier machen, ist das Holz nur 50% mehr wert. Das ist nur 50% mehr wert, nicht doppelt so viel wert, sondern nur 50%. Deswegen glaube ich, werde ich das hier machen, weil wir die Chance darauf haben, dass es doppelt so viel droppt. Selbst wenn wir es verkaufen, lohnt sich das hier mehr. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube Gatherer. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob das nur für Bäume zählt. Ich nehme es einfach mal. Zack, fertig ist die Lauge. So, yeah, 18.000 auf den Tisch, Junge, auf den Tisch. Blueberry, 65, lalala, aber dafür, ne, wir haben ja, die sind natürlich bei 65 weniger wert als die Melonen, so gesehen, aber die wachsen viel schneller, die growen immer nach, sozusagen, und du kriegst pro Blueberry-Busch natürlich auch mehrere Blueberries. Wir werden nächsten Sommer nur noch die Blaubeeren pflanzen, nur noch die. Und Blueberry-Jelly natürlich auch sehr geil, Mayonnaise mal 5,57 Gold, sehr schön, 18.000 eingenommen, geil. Also jetzt haben wir Kohle. Jetzt haben wir Kohle. Yeah, da rollt der Rubel. 41.000, Freunde. Und bald ist das Haus auch vergrößert. Guck mal, da baut sie schon. Und hier gibt es heute auch nochmal was. Nice one. Wir müssen aber auf jeden Fall die Gießkanne holen. Ist ja gerade eh erst 6 Uhr morgens. So. Ich möchte gleich mal gucken, woraus man diese Holzfässer baut. Ich weiß nicht genau, was man da rein... Ich weiß nicht genau, was man da rein tun kann. Diese hier, Keck. Ah, gut, das war Oak Resin. Gut, dass wir das Harz nicht verkauft haben. Gott sei Dank. 30 Holz. Place a fruit or vegetable into here. Eventually, okay, mit einer Chance. Würde ich gerne ausprobieren. Brauchen wir Holz. Mache ich gerade. Erstmal natürlich das Wichtigste des Tages. Hallo. Wo sind die anderen? Hallo. Hallo. So, Ut. Ach, wie schön. Okay. Ach, eventuell heißt gar nicht eventuell. Stimmt. Voll doof. Ich falle immer wieder drauf rein. Entschuldigung, war mein Fehler. Da hinten versteckt er sich. Das eine Huhn, was da immer hinten im Gras rumläuft. Ach, wir hätten gar nicht Heu nachlegen müssen, aber egal. Haben sie halt mal Heu. Da wächst jetzt auch Gras nach. Interessant. Ich wollte erstmal zu Herrn DK. Da wollte ich erstmal hin. Nee, ich wollte erstmal Wein. Entschuldigung, ich bin gerade so... Ja, ich will alles auf einmal machen wieder. So. Nehmen wir mal den hier. Lalalala, lalalala. So. Okay.
Dann machen wir das mal gerade. Okay. Das ziehen wir uns auch nochmal. Guck mal, hier haben wir noch ganz viele von den Dingern. Die würde ich jetzt ungern machen, weil die kosten mir zu viel Energie gerade. Das Hardwood, wir werden eh viel brauchen für den Stall. Viel, viel Hardwood. Ich weiß gar nicht, wie wir das jemals zusammenkriegen sollen. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich. So. Gut, das haben wir. Soll erstmal reichen. So. Ding, ding, ding. Clay, Copper Bar, Iron Bar, Oak Raisin. Okay. Copper Bar und Iron Bar. Klack, klack. Eine nur, ne? Ich glaube, wir brauchen nur eine. Copper Bar, Iron Bar, Clay. Weißt du was? Scheiß der Hund drauf. Wir machen uns zwei. Okay, wir machen uns nur eine. Scheiße. Dauert ein bisschen zu lange. Bis wir das zurechtzüchten. So. Clay brauchen wir. Oh, das habe ich vergessen. Clay. Ein Clay, bitteschön. Und jetzt craften wir uns ein Keg. Yeah! New Achievement. DIY. Do it yourself. Nice. Okay, da tue ich gleich mal. Halt. Da tue ich gleich mal. Ja. So. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den hinmache, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, wo ich den mache. Ich setze den erstmal hier oben hin. So, was kann ich denn da reinmachen? Blaubeeren? Irgendwas Preisgekröntes? Soll ich da irgendwas Preisgekröntes reinmachen? Pepper könnte ich natürlich auch reinmachen. Vielleicht eine gute Melone. Ich mache mal eine gute Melone rein. Eine. Oh, die war hier drin. So, eine gute Melone. Ich würde sagen. Ich nehme sogar mal die Goldmelone. Mal gucken. Ich würde gerne wissen, was das bringt. Ich nehme mal die Goldmelone. Wir haben ja noch Golddinger von anderen Sachen. Deswegen machen wir einfach mal... Ich nehme erstmal eine Silbermelone. Bevor ich jetzt die Goldmelone verschwende. Und die bringt nichts. Will ich mal die Silbermelone probieren. Einfach mal gucken, ob es das bringt. So. Blubbeli-blub. Das funktioniert. Geil. Achso, hier haben wir auch noch was. Da packe ich mal einfach hier... Wups, wups. Fertig ist die Lauge. Gut, wir müssen zu Herrn DK. Da müssen wir hin, zu Herrn DK. Kohle haben wir dabei. 41.000, Alter! Was ich auf dem Weg nochmal mache. Wie viel kostet der gute Rucksack nochmal? Ich weiß es gar nicht. Wir haben schon mal... Es ist Samstag. Ich hoffe, der Laden hat offen. Und ich hoffe, der DK hat offen. Sonst muss ich da einbrechen. Ja, der Laden hat offen. Hallo! Wie viel kostet der Rucksack? 10.000! Haha, da lache ich drüber! So, den haben wir. Deluxe Pack. Juhu. Schön, den haben wir. Und wir haben immer noch 31.000. Alter, das Leben im Luxus. Guck mal, wie verschwenderisch wir hier sind. Hallo, guten Morgen. Ah ne, hallo, guten Morgen. Ich bin der Sebastian. Ach, der Sebastian wollte ja noch einen Fisch haben. Fällt mir gerade ein. Oh, ja, 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 stimmt, habe ich vergessen. Hier noch was machen. Ja! Geile Scheiße! Copper Watering Can! Nice one! Die haben wir jetzt geupgradet. Die Ho! Die mache ich jetzt auch mal, weil der Monat steht ja bevor. Wir können jetzt momentan eh nichts Neues einpflanzen. Also machen wir gerade mal ein Upgrade mit der Copper Ho. Das würde ich jetzt auch direkt mal machen. Ach, wir haben nicht genug Copper dabei. 2000. Wie viel? Die braucht 5 Copper Bars. Mist. Mist. Okay, eine Sache habe ich gerade vergessen. Achso, erstens mal... Jetzt hätte ich wieder eine Sache vergessen. Pass auf. Pass auf, ganz kurz nochmal. Eben hier Prozess Geodes. Wie viel kostet das? 25, okay. Ein Schlafanzug. Ah, Eirenohre, sehr gut. Aha, Geminite, mhm. So. Ah, ja, ja, natürlich. Das ist natürlich Hämatite. Eine Hämatite. So, na, das kann ein bisschen dauern. Pyrit, mhm. Bisschen Lehm, auch schön. Können wir immer noch brauchen. Was kriegen wir denn hier Schönes? Ah, sind das alles Sachen? Der Günther, die müssen wir alle zum Günther bringen. Ach, du Scheiße. So, Stein. Was ist das denn Schönes? Das sieht ja cool aus. Ein Opal, voll schön.
5 Steine, großartig, hat sich gelohnt. Gut, dann noch 2 von diesen komischen. Was ist das denn? Was? Angry Thunder Spirits. Ah, das haben wir ja schon mal. Thunder Egg. Okay, was auch immer das bringt, ich weiß es nicht. So, und das Problem ist, uns geht jetzt trotz des guten Rucksacks, geht uns langsam der Platz aus. Okay, ich lasse mich überraschen. Wir brauchen noch einen Slot für die restlichen Geoden. Wir müssen gleich mal zu Günther gehen und ablagen. Ablagen. Oblaten. Wir müssen mal zu Günther gehen und oblaten. Günther can tell you more. Tell me more, tell me sweet little more. Tell me lies. So, gehen wir mal zu Günni.